Wir machen jetzt eine Risquetschbanden. Nehmen wir ein bisschen an Schminkplastilin. Nicht zu viel. Und drunter soll immer ein Knochen sein. Da tut man sich leichter. Man streift es dann mit den Daumen oder mit den Zeigefingern aus. Dann gibt man Rot drauf. Dass man dann gar nicht mehr so viel sieht von dem Plastilin. Dann wieder das Blau dazu. Muss dann immer schauen, dass man das von der Entfernung ca. 2 Meter sehr gut ausschaut, die Verletzung. Dass nicht zu hell und zu dunkel ist. Da kann man ein bisschen Rot drauf geben. Dann schneide ich einmal das Plastilin ein. Das ein bisschen auseinander. Das zähe Föhnblut. Tue dann dort rein. Das hernehmen und seitlich ein bisschen raufgeben. Dass man nicht so sieht. Das ist dann schon fast fertig. Was man dann noch gleich drauf tun kann, wenn man die Verletzung braucht. Gibt man noch da. Flüssige Blut drauf. Dann ist die Wunde fertig. Rinnt das nun runter? Das rinnt ein Stück nur runter. Aber man kann es auch so drehen, dass dann ein bisschen eintrocknet. Oder wenn es zu früh ist, ein bisschen abtupfen. Ist egal. Dann bleibt es eh stehen. Und immer so dem Blut draufgeben, damit es auch normal runterrennen kann. Nicht so, da das Blut rennt nicht bergauf. Also, dass man wirklich so runterrennt. Sag's nochmal schon hin, wo du das eingeschnitten hast. Und da hast einfach mit der Nagelfeile durchgeschnitten? Mit der Nagelfeile einfach durchgeschnitten. Richtig in die Wunde rein. Druckt. Ja. Das, was man normal nicht machen soll. Dabei haben wir bei der Verletzung wieder Rot und Blau. Das ist immer das Wichtigste bei den Verletzungen oder bei der Wunde. Dann das flüssige Blut, das zähflüssige Blut und Schminkplastilin, dass wir die Wunden anfertigen können. Und natürlich die Nagelfeile wieder zum Richten, so zum Einschneiden und dergleichen.